Ganze 6 Jahre ist es her, dass Danganronpa V3 auf den gängigen Plattformen erschienen ist und für mich ist es schnell eines meiner Lieblingsspiele aller Zeiten geworden. Oder viel eher, es ist das Lieblingsspiel von mir. Und morgen erscheint endlich Master Detective Archives Raincoat, das neue Spiel von Danganronpa-Schöpfer Kazutaka Kodaka. Ganze 6 Jahre lang war dieses Spiel in Entwicklung, also tatsächlich direkt nachdem Danganronpa V3 rauskam, wurde auch schon mit der Arbeit an diesem Spiel begonnen. Und ich warte jetzt schon seit Ewigkeiten auf dieses Spiel, ihr wahrscheinlich auch. Und heute schauen wir uns mal den Anfang des Spiels so ein bisschen an. Falls ihr euch das Spiel auch kaufen wollt, kommt ihr erst morgen raus. Vorbestellen könnt ihr das Ganze über den Amazon-Link in der Beschreibung. Es ist ein Affiliate-Link, das heißt, ihr unterstützt mich da auch so ein bisschen. Und großer Hinweis bezüglich Spoiler, wenn ihr keine Spoiler sehen wollt, dann schaut am besten nicht in die Kommentare. Ich werde es ebenfalls nicht tun, ich möchte dieses Spiel vollkommen blind erleben. Aber genug rumgelabert, fangen wir doch einfach mal an und schauen wir mal, was es mit diesem Spiel so auf sich hat und ob es genauso geil werden kann wie die Danganronpa-Serie. Neues Spiel. Oh, wir haben ja erstmal Optionen. Ja, gucken wir uns doch erstmal die Optionen an, oder? Minikarte, Anzeige. Was haben wir denn hier alles? Sag mal, Leute. Textgeschwindigkeit. Ich denke, das passt alles erstmal so. Können wir ja noch verändern, wenn es nicht passen sollte, oder? Audiosprache lasse ich auf Englisch. Es gibt es theoretisch auch auf Japanisch. Aber ich lasse es mal auf Englisch. Ich sollte auch noch dazu sagen, das Spiel ist, wie ihr hier seht, auch erstmals auf Deutsch verfügbar. Zwar nicht die Audiosprache, die ist nicht auf Deutsch verfügbar, aber die Untertitel sind alle auf Deutsch. Angeblich. Wir werden es sehen. Das heißt, ich muss auch mal nicht übersetzen. Yay! Und los geht's. Ah, ich freue mich so. Human, listen up. First, I'll have you select your difficulty. Choose wisely. Complain about it later, and I'll boom kill ya. Now then, display the options. Wirklich? Es gibt Oh, cool. Warte mal, was ist denn hier das Schwierigste? Also, ich würde mal sagen, gemein. Also von diesen Optionen hört sich jetzt erstmal gemein am schwierigsten an. Nehmen wir das, oder? Also, ich muss ja dazu sagen, ich bin ein wahrer Experte, was Detektivarbeit angeht. Ich habe schon so viele Mordfälle gelöst. Nicht nur im Spiel, sondern auch im echten Leben. Also, komm hier, gemein. Wird das nicht erklärt, was das ist? Don't say I didn't warn you. You wanna know what difficulty that is? The one you selected is how difficult yours truly will be on you. I'll be as difficult with you as you wish, so I hope you're ready. Though, to be honest, it's all the same no matter what you pick. Nah. I'm your lenient, mean, troublesome, adorable partner, after all. So, are you ready? Ich war noch nie bereiter in meinem Leben. For real? Do you seriously want to start? Ja. Seriously? For real? Ich warte seit 6 Jahren, Mann. Ja, natürlich. Was ist hier los? Ich will wirklich loslegen. Guess you're really here for it. Sounds like you're just dying to solve some mysteries. Ja. You just can't wait to go on adventures with me, right? Humans are so weird. Well, let's get this started. It's time to embark on my lovely, thrilling, wonderful mystery-solving adventure. Es ist Zeit, Leute. Oh, ich hab so Bock darauf. Ich hab so richtig, richtig Bock darauf. 6 Jahre Wartezeit. Endlich vorüber. Oh, ich freue mich, ich freue mich. Kapitel 0. Massaker im Amaterasu-Express. Was zum...
Whoa! What's going on? Wait. Huh? Where am I? Ow. Who? What? Sehr, sehr bizarr. Aber das ist wohl der Protagonist dieses Spiels. Ich glaube, er heißt Yuma. Und ihr seht schon, ihr müsst euch nur diese Kunst anschauen. Es ist derselbe Charakter, derselbe Typ, der die Charaktermodelle hier gemacht hat, oder die Charakterdesigns, der auch die ganze gemacht hat für Danganronpa. Man sieht es sofort, oder? Und ich meine auch, dass Yuma denselben Synchronsprecher hat wie Kibo, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Why? How? I can't remember anything. Does that mean... Wir haben Amnesie, der Klassiker aus Danganronpa. Do I have... What was it called? Amnesia? All right, calm down. Take a deep breath. Ja, mal gut durchatmen hier. Ah, die Musik ist auch jetzt schon so schön, Mann. Übrigens auch derselbe Komponist wie in Danganronpa. Es ist dasselbe Team wie Danganronpa. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann weiß ich aber auch nicht, du. Ah, dieser Track erinnert mich so an Danganronpa V3 irgendwie. Where am I? Who am I? Why can't I remember? Inside your pocket. In der Tasche. Check your belongings. Who's there? Am I hearing things too? Ja, wir sind schon vollkommen verrückt. I lost my memories and now I'm hearing things. What's going on? Das ist das, was geschieht, wenn man 6 Jahre warten muss. Man wird einfach verrückt. Ein Buch. Oh, what now? I can't catch a break. Check my belongings. An envelope. Ein Umschlag. Schauen wir doch mal. Notice. Mitteilung. World Detective Organization Human Resources. Die World Detective Organization. Dear Yuma Cocohead, you are hereby dispatched to the Special Autonomous Zone of Kanai Ward. Cocohead ist irgendwie so ein komischer Name, oder? Dispatch duration indefinite. Use the enclosed ticket to board the Amaterasu Express to Kanai Ward. Rendezvous with the master detectives on site. Die Meisterdetektive. Upon arrival, proceed to the Nocturnal Detective Agency, World Detective Organization, Kanai Ward Branch. There you will receive further instructions. Go forth, proud detectives. Eliminate all mysteries from this world. Das hört sich doch gut an. Yuma Cocohead? Ja, er findet den Namen auch nicht so geil, oder? That's my name? Thinking on it, I guess that sounds right. That's right! I finally remember! My name is Yuma! I'm Yuma Cocohead! Yuma Cocohead. Ah, dieses Pink! Dieses Pink! Wenn das Blut in diesem Spiel auch pink ist, dann wäre ich aber verrückt, du. But what's this about a World Detective Organization? It sounds significant. Am I a part of it? If that's the case, am I a detective? Sind wir ein Detektiv? Also, wir machen jetzt nicht unbedingt den souveränsten Eindruck, um ehrlich zu sein. Der Yuma. Aber mit Amnesie, ne? Naja. I guess these kinda look like a detective's clothes. It seems I was supposed to get on a train. Or at least, I think so. Ich dachte, wir wären gerade im Zug. Master Detectives? Am I one of them? Ist er ein Meisterdetektiv? Could there be someone who knows me on the train? Here's the ticket. Let's check the schedule. Ja, der Fahrplan. Hey,
It's almost time. Well, I should get on that train. I'll find out more about myself if I meet someone who knows me. Wir sind anscheinend doch nicht in dem Zug. Ich dachte, wir wären schon drin irgendwie. Ja. Okay. Attention! Grundlegende Steuerung. Charaktersteuerung, Kamerasteuerung, untersuchen. Bevor wir zum Zug eilen, beginnen wir zunächst mit der grundlegenden Steuerung. Laufe herum und erkunde den Raum. Ach ja, ich... ich verstehe schon, aber... ich empfehle dir, die Kamera zu bewegen und die Umgebung zu erkunden. Orte mit einem Prüfsymbol können untersucht werden. Stelle sicher, Stellen zu untersuchen, die von Interesse sind. Du kannst Dialoge vorspülen und automatisch weiterschalten lassen. Zwischensequenzen können übersprungen werden. Also was sind das denn für Leute, die Zwischensequenzen überspringen, hey? Was haben wir hier? Detektivpunkte und Rang? Detektivpunkte DP können durch Detektivaktivitäten wie Ermittlungen und das Sammeln von Informationen verdient werden. Das Verdienen von DP erhöht den Detektivrang. Vielleicht passiert etwas Cooles, wenn der Rang steigt. Das Ausrufezeichen-Symbol auf der Minikarte zeigt dein nächstes Ziel und oder Personen an, mit denen du sprechen kannst. Oder solltest. Und ihr seht auch schon, es ist keine ganz normale Visual Novel mehr. Nein, nein, wir haben jetzt hier ein richtiges 3D-Spiel vor uns. Und schauen wir uns hier mal so ein bisschen die Sachen an. Ach, der Soundtrack ist so schön. Ein Spielzeugroboter. Kibo, bist du es? Hätten wir schon mal das. Was haben wir hier noch so? Weiß nicht, ob das so mega wichtig ist, aber egal. Bags, Hats and Books. A lot of stuff has been placed here. Mhm, okay. Jede Menge Gegenstände. Kommen wir da oben überhaupt dran? Wir sind nicht so groß. Regenschirme. Why are there so many umbrellas? The label reads Lost Items Temporary Storage. Fundsachen. Na gut. Ich muss zugeben, dass mit dem Detektivrang habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, was es einem letztendlich bringen wird, aber naja. Hinten im Raum. Da kommen wir bei all den Dingen, die im Weg stehen, nicht durch. Ja, kletter doch einfach drüber, Mann! Die Sachen könnten da runterfallen, wenn ich es versuche, sie zu verschieben. Da gehe ich besser nicht mehr hin. Ja, dann halt nicht. Ist hier noch irgendwas sonst? Oder habe ich alles gesehen? Ich glaube, ich habe jetzt... Ah, nee, hier haben wir noch irgendwas. Ein Karton. Karton. Ich kann durch das Loch hineinschauen. Aber es ist zu dunkel, um etwas zu erkennen. Ja gut, dann können wir jetzt, glaube ich, auch erstmal weitergehen. Ich denke jetzt nicht, dass hier im ersten... Ach, was haben wir hier? Handspiegel. I see myself. I'm still not used to this. Ja gut, dann gehen wir mal raus, oder? Oh, Rango, ach da! Fähigkeitenpunkt... Ach, das ging jetzt so schnell weg. Fähigkeitenpunkt und noch irgendwas stand da. Gehen wir mal raus. I get it. The place where I was sleeping was in fact... Es ist hier der Bahnhof, oder? Wir waren wohl, im Fundbüro, oder? Ich meine, das schien so. That's right. I've been sleeping in a station's lost and found section. But why was I sleeping here? Warum haben wir hier geschlafen? Did I faint? Or was I attacked? If so, then who did it? Naja, passengers departing this station direct to Kanai Ward on the Amaterasu Express. Please board immediately. The train will depart soon. I have to get on that train. I better hurry. Renn, mein Freund. Keine Zeit, um uns um den anderen Kram hier zu kümmern. Rein in den Zug. Dann wollen wir doch mal schauen, was wir da so haben in dem Zug. Wenn wir dort überhaupt rechtzeitig ankommen. Also wir haben hier einige Leute auf jeden Fall. I'm sorry. The Amaterasu Express will now depart. Geschafft. Und los geht die Reise. Ah, ich hab so Bock drauf. Gerade noch geschafft. Das hier ist also dieser Zug. Our train utilizes Amaterasu Corporation's state-of-the-art technology for an automated, safe and comfortable service. There is no crew aboard the train.
thank you for your understanding and support. Okay. Automatic? So nobody's driving this thing. Hört sich etwas futuristisch an, oder? This train has 5 cars. It will operate non-stop to its destination. Food and beverages are available in car 2. Okay. Restrooms are available in car 1 and car 5. Das wird auch nicht wichtig sein, oder? Nicht, dass gleich hier direkt eine Ermittlung kommt. In case of an emergency, visit the backup control room in car 3 and contact control headquarters via the intercom. We hope you enjoy your trip aboard the Amaterasu Express on your journey to Kanai Ward. Okay. So there are 5 cars. This must be car 1 at the front. I'd better find the other detectives and meet up with them. Okay, das Notizbuchmenü. Das Notizbuchmenü enthält Funktionen und Infos, die für Ermittlungen nützlich sind. Wenn Infos aktualisiert werden, werden sie mit neu gekennzeichnet. Check, check. Unter Fallakten kannst du einen Überblick über den aktuellsten Fall und das nächste Ziel erhalten. Oder über den aktuellen Fall wohl eher. This stuff's vital. Es nervt schon so ein bisschen, dass jemand labert, wenn man hier die Seite ändert, oder? Unter Datei speichern, laden, kann der aktuelle Fortschritt gespeichert oder das Spiel aus gespeicherten Daten gestartet werden. Wie bequem diese moderne Welt ist. Du kannst speichern, wann immer der Meister frei herumlaufen kann. Der Meister heißt ja so. Jedoch gibt es einige Ausnahmen, also sei vorsichtig. Unter Optionen können die Spieleinstellungen angepasst werden. Ja, gut. Eigentlich relativ Standard für Optionen, würde ich jetzt mal sagen. Ja gut, dann, ja, hier so raus. Also nicht raus, sondern weiter, meine ich wohl, ja. Ey, ist das hier alles schon wichtig? Kein richtiges Intro? Gibt's jetzt hier gleich direkt... This must be the restroom. Direkt ein Mord? There's no one inside it right now. Das ist safe, die Stimme von Kibo, oder? Ich kenne doch die Leute hier alle, hey. Ist doch für mich, also ich bin ja eigentlich schon Meisterdetektiv, ne? Ich kann mein Spiegelbild in den perfekt polierten Spiegel sehen. Ja, also ich nicht. Ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt. Ist das wirklich mein Gesicht? Ja, so schlimm ist es nicht, oder? Also, da wäre ich jetzt nicht so depri. Was haben wir hier? Toilettentür. Excuse me. Niemand drin? Ich denke, es ist niemand hier. Na gut, da können wir auch noch rein. Nee, da wollen wir auch gar nicht nachschauen. Kann man irgendwie rennen oder so? Weil der bewegt sich so langsam irgendwie. Aber ich drücke gerade alle Tasten, aber... Nee, man kann hier scheinbar nicht rennen. Oder zumindest noch nicht. Wir befinden uns ja noch ganz am Anfang des Spiels. Man weiß ja nie, was genau so zu... Ja, jetzt sind wir ein bisschen schneller. Habe ich gerade das Gefühl. Der Krankenabteil. I see a clean-looking bed. This is probably the infirmary. It's locked, but there's no one inside. Niemand drin, ja. Gut, dann gehen wir weiter, oder? Die Übersichtskarte. Das soll er auf jeden Fall aufschreiben. Oder Foto von machen oder so. The first and last cars can control the train. The rest are passenger cars. Ja, wir sehen auf jeden Fall jede Menge normale Räume mittendrin. Dining Car ist K2, ist interessant vielleicht. Aber das wird bestimmt wichtig sein. Direkt hier Flashbacks zu Kapitel 3 von Super Danganronpa Another 2, oder? Ah, ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache hier. Was haben wir hier? Hauptkontrollraum B. It says main control room B. The door is locked and won't open. I see a driver's seat in there, but no one's inside. There's a machine, but it's not on. Also ist schon so ein bisschen unheilvoll hier auch, oder? Dass hier niemand ist. Wir sollten uns noch ein bisschen umsehen. Okay, wir haben scheinbar etwas übersehen, was vielleicht noch ganz wichtig sein könnte. Wir waren hier schon drin, ne? Das war, genau, das war das hier. Dann waren wir hier auch hier schon. Dann, ja gut, also viel mehr ist doch hier auch gar nicht. Kann ich zurückgehen eigentlich? Und hier, ich meine, das ist ja immer noch dieselbe Karte, ne? Kann ich vielleicht rausgehen? Zugtür! There's a warning on the door. Please keep your hands clear of the doors. For your safety, doors will remain locked while the train is in motion. Ja, würde ich auch sagen, ist besser so. Na gut, dann, It won't open. I guess that's obvious. This is the front car. The nose of the train is just beyond it. If it opened, I could fall off. Ja. Ja gut, was soll ich jetzt hier noch... Ach hier, das habe ich gar nicht gesehen, oder? It says main control room A. The
door's locked. It won't open. Also wir haben B gesehen und das hier ist A. There's a driver's seat inside, but no one's there. Niemand ist da drin. The machine appears to be functioning. That must be the automatic operation device. Driver's seats on both sides of the train. I think that means they can go in either direction. Ja, also das ist ja ganz normal, oder? Oh. I kinda sounded like a real detective there. Okay. Shuichi-Vibes hier. Ja gut, also jetzt haben wir doch alles gesehen, oder? Ich meine, ich wüsste jetzt nicht, was hier noch groß sein soll. Wir waren da drin, wir waren, also wir haben, können wir sich das hier anschauen? Nee. Also wir haben versucht, hier reinzugehen und, also hier vielleicht, also, nee. Kann ich jetzt weiter? Huh? Okay. Someone's there. I heard a voice behind the door. Eine Tür, eine Stimme hinter der Tür. Eine Tür hinter der Stimme wäre auch interessant. Wen haben wir denn da? Excuse me, are you with the World Detective Organization? Jede Menge weitere Charaktere hier, aber wie es hier in diesem Spiel weitergeht, würde ich sagen, schauen wir uns in einem zweiten Part heute Abend noch an. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr Bock auf dieses LP habt und ich denke, das habt ihr alle, dann lasst einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns später wieder.